So, liebe Haching-Familie, jetzt sind ja die ganzen Versammlungen vorbei, Aktionärsversammlung, jetzt auch letzten Mittwoch die Mitgliederversammlung. Und ich möchte mir jetzt einfach im Namen meiner Präsidiumskollegen Peter Wagschel, Dirk Matten und Daniel Eimer einfach nochmal recht herzlich bedanken bei euch allen für das tolle Votum, muss man sagen. Also 100% mehr, glaube ich, geht nicht, bis auf mehr als 100% Einsatz, das geht immer. Aber von der Abstimmung her, das gibt natürlich wahnsinnig viel Kraft für die Zukunft, muss ich ehrlich sagen. Aber aus meiner Sicht ist es auch eine große Herausforderung, eine große Verpflichtung, euch nicht zu enttäuschen. Man hat ja auch in der Versammlung auch gesehen, dass doch ein paar Kritikpunkte da waren, die ich absolut teilen kann. Wir werden daran arbeiten, weil keiner ist fehlerfrei. Ich habe es in der Versammlung schon gesagt, ich bin angetreten vor 10 Jahren als Drittliga-Präsident, jetzt sind wir in der Regionalliga, das muss man einfach mal auch ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, es hat sich trotzdem sehr viel im Hintergrund entwickelt und ich möchte einfach alle aufrufen und das war natürlich jetzt schon in den Krisenzeiten brutal gut und da sieht man, was Haching eigentlich insgesamt für Herz und für einen Schulterschluss hat, weil wenn ich die Aktionärsversammlung anschaue mit 99,99%, das ist die Mitgliederversammlung mit 100% und wie der ganze Verein vor allem in Krisenzeiten zusammenhält, sei es Präsidium, Vereinsrat oder Aufsichtsrat und die ganzen Mitglieder und Aktionäre, Sponsoren auch, Fans, Sympathisanten, Geschäftsstelle, alle Mitarbeiter, Jugendabteilung, da kann man eigentlich nur einen Hut ziehen und es gibt halt die richtige Kraft für die Zukunft und ich möchte einfach alle aufrufen, an dem Weg weiter festzuhalten. Ich glaube, ich spüre das jetzt, ich habe es auch gesagt, ich kann die Bäume ausreißen, ich bin hochmotiviert für die nächsten Jahre, wobei ich auch sagen muss, schon auch vorhab, in dieser Periode auch schon mal ein bisschen die Nachfolge ins Auge zu fassen, das ein bisschen aufzubauen, weil es geht nur gemeinsam, das hat man gesehen und das macht mich richtig stolz, Präsident von dem Verein zu sein, wenn ich die Einigkeit sehe. Und jetzt, glaube ich, gut den Schwung aufzunehmen. Wir haben jetzt durch den Karim endlich einmal die Möglichkeit, nicht immer zu reagieren, sondern jetzt auch zu agieren. Ich meine, eine der häufigsten Fragen in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen war natürlich, was macht ihr mit dem ganzen Geld? Da muss ich jetzt auch ein bisschen auf die Euphoriebremse treten. Wir werden keine guten Sachen machen, wie man in Bayern sagt, sondern wir werden einen großen Teil die Altlasten erledigen. Wir werden in die Infrastruktur investieren. Wir werden natürlich auch ins Nachwuchsleistungszentrum investieren. Aber natürlich muss ich ganz klar sagen, werden wir die erste Mannschaft auch nicht erst die Augen verlieren. Aber alles auf die Karte, die erste Mannschaft setzen, ist mir zu heiß, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, wenn wir den Mix hinbringen und von unten alle miteinander anschieben, dann wird das der Erfolg bei der ersten von ganz allein kommen. Und dann, glaube ich, gehen wir stabil weiterarbeiten. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass auf dem Fußball, auf die Branche Fußball doch ein bisschen Stürme zukommen werden. Und da will ich nicht dabei sein. Ich will einfach schauen, dass wir das Schiff Haching, das tolle Projekt Haching, in ruhige Fahrwässer bringen. Und dass wir dann auch, wie gesagt, wirtschaftlich stabil sein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Zukunft. Ich werde sehr oft gefragt, was machen wir mit dem Geld? Wir werden sehr solide damit umgehen. Wir werden die Vergangenheit ein bisschen aufarbeiten, wir werden in Infrastruktur investieren, wir werden auch ins Nachwuchsleistungszentrum investieren. Da muss ich nochmal sagen, was mir wahnsinnig stolz macht, dass der Biro jetzt auch bei uns ist, 3 Jahre unterschrieben hat, im wichtigsten Jahrgang U17. Und das sind schon so Zeichen, dass man das doch mit Haching, glaube ich, zu rechnen ist in Zukunft. Aber wir müssen alle am Boden bleiben und das ist auch eine Botschaft. Lasst uns bodenständig, demütig weiter durch die Lande ziehen und nicht den dritten vor den zweiten Schritt zu machen, weil ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut beraten und haben eine sehr, sehr gute Außendarstellung. So was sicherlich Kernpunkt in der Vergangenheit war und sicherlich einer Zukunft sein wird. Und im Endeffekt, der Karim ist ja daraus entstanden, das hat uns ja eigentlich die Zukunft gerettet, ist das eigene Nachwuchsleistungszentrum. Und ich habe es schon mal erwähnt, auch in der Mitgliederversammlung oder auch der Marc Unterberger, dass wir darauf zählen, dass wir keinen Scheich und keinen Oligarchen brauchen, sondern dass unser Investor eigentlich das eigene Nachwuchsleistungszentrum ist. Und ich glaube, da sind wir gut beraten, weil das haben wir selber in der Hand, wenn wir mit den Jungs super arbeiten. Und ich sage, das ist aus meiner Sicht eine never-ending Story, das ist eine unversiegbare Quelle, was danach kommt, wenn ich über die Plätze gehe, schon in der U11. Jetzt haben wir ja dann das Merkur-Cup-Finale hier im Stadion, was da schon für Talente drin sind, die ja einen Charakter haben, das Umfeld passt. Also wenn wir an dem Weg festhalten, glaube ich, ist mit Haching in Zukunft zu rechnen. Aber lasst uns den Weg nachhaltig weitergehen. Was die erste Mannschaft betrifft, ist es so, da wäre ja sehr häufig gefragt, wann wollt ihr angreifen? Natürlich wollen wir sehr schnell angreifen, auch in der Saison schon.
aber das ist kein Muss aufzusteigen, sondern es ist natürlich der sportliche Ehrgeiz, das weiß die Mannschaft. Ich glaube, wir haben jetzt einen Kader benannt, der Lust auf mehr macht. Das hat man in der Rückrunde schon gesehen. Sandro ist auch weiser geworden, reifer geworden, hat jetzt auch seine ersten Sporen als Trainer, zuerst U19, jetzt auch die erste Saison, wo man sagen muss, da haben wir ein bisschen sehr früh auf ihn aufgeladen und mit sehr vielen negativen Themen vom Abstieg her behaftet gewesen. Aber der Sandro ist sehr empathisch, ein Glücksfall für Unterhaching. Ich höre sehr stark in die Mannschaft rein. Die haben einen Schulterschluss gemacht, die marschieren gemeinsam nach oben. Ich war im Trainingslager in Schlanders auch mit dabei. Ich muss sagen, die Mischung alt und jung, vor allem vom Charakter her und aber auch von der Qualität her passt. Also ich glaube, es ist angerichtet, aber wir werden so lange Gas geben, bis wir oben sind. Ich sage immer, möglichst schnell, spätestens dann zum 100-Jährigen in 2025. Und wie gesagt, wenn alle alles reinschmeißen und ich komme von der Mannschaft, kann man jetzt heuer nicht verlangen, sie müssen unbedingt aufsteigen. Aber was man verlangen kann, ist, dass sie in jedem Spiel, in jedem Training, in jeder Phase alles reinschmeißen. Aber das wünsche ich mir im gesamten Verein, im Umfeld, dass alle an einem Strang ziehen und dann werden wir brutale, positive Energie entwickeln. Und ich glaube, dann wird in nächster Zeit kurz-, mittelfristig mit Haching zu rechnen sein. Und ich glaube, wenn wir alle das Ziel vor Augen haben, ein solider, wirtschaftlich gesunder, mit sehr vielen Sozialprojekten ausgestatteter und mit vielen Jugendspielern ausgestatteter Drittligist zum Sein, vielleicht dann einmal irgendwann, aber das ist jetzt noch ein bisschen weit weg, weil da gibt es erst einen Zwischenschritt, Zweitligist zu sein. Und wenn alle das Ziel im Kopf haben, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir das auch erreichen werden. Aber ich muss noch mal abschließend sagen, es geht nur miteinander. Klar braucht man einen Lokführer vorne, der einen Schädel aushält, aber das funktioniert, wenn alle an einem Strang ziehen. Und bin ich sehr stolz, dass den Weg alle mitgängen, mit allen Kritikpunkten, die es gibt. Wir versuchen dann auch, unsere Schwächen noch zu beheben in Zukunft. Und dann, glaube ich, ist eine wunderbare Zukunft oder positive Zukunft für uns. Und wenn ich hier im Stadion sitze und draußen im Biergarten, dann ist es ein Paradies. Und das wollen wir jetzt einfach nochmal mit dem Erfolg, den wir uns alle wünschen, füllen. Aber nicht um jeden Preis, sondern die wirtschaftliche Stabilität und die Vernunft und die Nachhaltigkeit im Vordergrund halten. Also nochmal vielen Dank im Namen meiner Präsidiumskollegen für die tolle Zustimmung. Und es gibt richtig Kraft. Und ich würde sagen, packen wir es an. Attacke mit Hirn, auf geht's.